Herzlich willkommen zurück, Freunde der gefickten Link-Unterhaltung. Tobias und ich sind bereits beim ersten OG und dem sechsten Tütchen, welches Tobias jetzt aufmachen darf, während ich die Kamera positioniere. In der letzten Folge haben wir einen wunderschönen Apfelbaum gebaut. Exactly. Und die gute stellen wir mal beiseite, wie sagen. Ja, wie immer. Wie immer! Ja, wir können das doch so machen, oder? Brauchst du eine Vergrößerung? Ja, wir können das einfach so lassen, ja. So, dann mache ich wieder meine Seite. So, es geht detailliert weiter, würde ich sagen. Ja, aber interessante Scheiße. Das ist immer nur abwechselnd, okay. Kein gelobte Geheimnisse. Sag du. Ja, bis wieder mal was schief läuft, ne? Ja, richtig. Na, tob dich ab. Ich tob mich ja schon. Das war ja noch. Ist er hochgeklettert oder? Ja, der ist hochgeklettert. Da ist er gerne rum. Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe ihn oben. Da hinter? Ne, oben, ganz oben. Ja. Bei der Trailer, ja. Dahinter? Dahinter. Das ist aus wie ein Stofftier. Das sich überhaupt nicht. Er lebt aber. Ja, schlimm, wenn nicht. Das stimmt. Das ist unsere letzte Katze. Ja, ich weiß. Ja, dann sind schon leider weg. Ja. Aber die hat noch ihr Alter, ne? Ja, nee. So. Nee, da kann ich nicht reden, aber ich hab einen Fehler gemacht. Was? Womit? Die Zuschauer wissen es. Wenn man eine Sekunde nicht aufpasst. Ja, bitte. Gleich die A-Karte. So sieht's aus, so sieht's aus. Jetzt. 2, 3. Ja. 4, 5, den nehme ich auch. Dann brauche ich den hier, den Bogen hier. Und den Bosch hier. Das ist der kurze, ne? Hier, das ist der kurze. Da ist das. Das. Balkon quasi. So, ich kann mal ein bisschen weiter vorlesen. Mhm. Zeitliche Einordnung. Die Bezeichnung Mittelalter bezieht sich in erster Linie auf die Geschichte des christlichen Abendlands vor der Reformation. Denn der Begriff wird nur selten im Zusammenhang mit östeuropäischen Kulturen verwendet. Er bezieht sich also hauptsächlich auf den europäischen Kontinent und die britischen Inseln. Im Groben ordnet man das Mittelalter in die Zeit von 500 bis bzw. 600 nach Christus bis etwa 1500 ein. Wesentlich konkreter sind folgende Bezugsdaten. Das europäische Mittelmeer erstreckt sich ungefähr vom Ausgang der Völkerwanderungszeit, deren Ende in der Forschung meistens in das Jahr 568 datiert wird, bis zum Zeitalter der Renaissance seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, beziehungsweise bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Bezüglich der Problematik der Datierung
des Beginns des Mittelalters und der folgenden Entwicklung, siehe auch Ende der Antike, Spätantike oder Frühmittelalter. Die Datierungsansätze sind nicht immer einheitlich, denn es kommt entscheidend darauf an, welche Aspekte der Entwicklung betont werden und welche Region man jeweils betrachtet. Stellt man zum Beispiel den Einfluss des Islam und die Eroberung weiterer Teile des einstmals römischen Gebietes durch die Araber in den Vordergrund und blickt eher auf den östlichen Mittelmeerraum als auf Westeuropa, so kann man Mohammeds Hijra 622 in Klammern oder den Beginn der arabischen Expansion ab 632 als Ende der Spätantike und Beginn des Mittelalters sehen. Desgleichen gibt es unterschiedliche Datierungsmöglichkeiten für das Ende des Mittelalters. Beispielsweise die Erfindung des Buchdrucks um 1450, die Eroberung von Konstantinopel 1453, die Entdeckung Amerikas 1492, den Beginn der Reformation 1517 oder auch den Großen Bauernkrieg 1525. Andere Ansätze weiten den Zeitraum noch stärker aus. Doch sind dies Minderheitsmeinungen. Fokussiert man einzelne Länder, kann man zu verschiedenen Eckdaten kommen. So endete die Antike am Rhein oder in Britannien aufgrund der dortigen Entwicklung während der Völkerwanderung deutlich früher als etwa in Italien, Kleinasien oder Syrien. Auf der anderen Seite war zum Beispiel zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Italien bereits das Zeitalter der Renaissance angebrochen, während man die gleiche Zeit in England noch zum Mittelalter rechnet. Im Norden Europas folgt der Völkerwanderungszeit die germanische Eisenzeit, die in Schweden durch die Wendezeit 650 bis 800 abgelöst wird. In Skandinavien beginnt um 800 die Wikingerzeit, die 1050 endet und dann in das nordische Mittelalter übergeht. Ja, deswegen gab es zeitliche Unterschiede. Deswegen wissen wir nicht genau, wann das Mittelalter war. Ja, ist ja auch verständlich. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass viele so pochen auf ihr, ja, ich bin jetzt Deutscher, ich bin jetzt Türke. Es gab Völkerwanderungen immer und deswegen sind wir alle ein Volk. So, das ist meine Meinung. Zuerst sind wir alle Menschen, ne? Ja, so ist es. So sieht's aus. Das ist ja mit Grenzverschiebungen so genauso. Ja, richtig. Ich sag nur Preußen. Ja, Preußen, ne? So. Wo ist das? Neunmal. Wenn mich immer jemand fragt, was bist du denn, Deutscher oder Pole, dann sage ich immer, ich bin Weltbürger. Dann gucken die mal blöd. Pole? Ja, wegen meinem Nachnamen. Damaligen Nachnamen. Ach so. Gucken die mal blöd, wenn ich sage Weltbürger. Ich meine, was ja okay ist, wenn man fragt, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist. Ja, das ist. Ja, das ist ja wieder was anderes. Ja. Ja. Warum ist hier eine Lücke? Weil da nichts hinkommt. Da ist die Lücke. Ah, da kommt jetzt was hin. Nö. Die Lücke bleibt. Nee, die Lücke bleibt, ja. Wenn wir umblättern, dann kommt wahrscheinlich was hin. Wobei, doch, Einstein hätten wir noch. Wer weiß, vielleicht kommt er als nächstes dran. Auf freier Welt. Ja. Du bist schon mal kein Marsianer oder sowas. Wer weiß. Zimmer. Nein, kommt nicht. Hätte sein können. Hätte klappen können. So.
Wieder ein paar Äste hier rauskommen. Hat das eigentlich ein Foto gemacht von den Kunden? Mhm. Ja. Weil der Baum gerade. Ja, der Baum. Ich hatte schon Angst, wir wollen jetzt einfach hier. Ja, wobei das wäre jetzt in dem Moment gar nicht so. Also noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch modular ist. Dass du das hinterher abnehmen kannst. Ja, kannst du, ja. Damit sie auch. Dass deine Kinder damit spielen können. Ja. Zwar ein Erwachsenenset, aber man sollte ja auch damit spielen. Kleine Kinder spielen gern. Erwachsene auch. Lieber, ja. Ah, da hast du Holz und Feuer. Sehr süß. Habe ich alles? Ich habe alles. Du auch? Ja, ich denke schon. Denken ist nicht ein bisschen. Ja, so. Er nur wieder. Denken wir es nicht wissen. Kriegt so ein Video wieder einen neuen Titel. Na, jetzt wissen wir auch, ob die Lücke ist. Da kommt mir jetzt der Bogen rein. Aha. Fertig, und du? Ich bin auch dabei, das Fass zu bauen. Das schlägt den Fass den Boden aus. Ja. Ja, es war ja auch. So. Da bin ich ein Bierfass. Wie kommt das denn hin? Da, ne? Nö. Ach so. Ja. Aber ein Frage. Und dann drei frei und dann wieder ein. Mhm. So. Und dann Tischbau. Ein hübscher Tisch. Das war ja auch so im Mittelalter, dass man so. Also die Adligen haben ja immer so Festtafeln gemacht. Mhm. Und dann, wenn man nicht gerülpst hat oder so, dann war das unschicklich. Warum rülpset und furzet denn? Ich hatte es euch nicht geschmeckt. Genau. Da hat man auch die Knochen nach hinten geworfen, das war völlig. Ganz normal. Und heutzutage? Oh. So. Ja, es war noch ganz anders mit. Sitten und überhaupt. Ja. War vieles noch anders. Es war brutal, aber auch irgendwie einfacher. Ja, du lässt den das von 6 machen. Den hier. So. Ja, den gib mal her. Dann setz den schon drauf. Setz den schon drauf. Setz den schon drauf. So. Wo? Genau, das hat Tipp Nummer 6. Das ging flott, würde ich so sagen. Da. Ja, warte. Anfang des ersten Ugi sieht ja gar nicht schlecht aus. Ja, sieht sehr schön aus mit Tisch und Anrichter. Was hat er denn in dem Topf drin? Grünzeug. Blumen. Pelumen. Wir sehen uns in der nächsten Tüte wieder. Ciao. Tschüss.